Durchgang 3 von Light It Was. Oder ist das der dritte überhaupt? Nee, das ist eigentlich der vierte. Weil du ja auch mal gespielt hast. Mein dritter Durchgang von Light It Was. Weil jetzt hätte ich sich nicht mal dran traut. Ja, ich bin einfach zu schlecht und das Fail will ja auch keiner sehen. Ja, das ist schrecklich. Ich starte einfach mal. Genau, und also, wir wollen. Ich bin eindeutig zu laut hier auf dem Ohr, ich ziehe mir die Kopfhörer ab. Wir wollen, wenn es gut läuft, danach noch einen Durchgang machen. Dann solltet ihr eigentlich alles gesehen haben. Also, ich fail total, aber das kann eigentlich nur direkt am Anfang passieren. Ansonsten sehe ich eigentlich keine Gefahr. Jo. Fangen wir an. Machst du jetzt direkt den ganz schweren oder? Nein. Nur den normalen. Für den letzten Durchgang heben wir uns noch ganz viel Neues auf, aber es gibt halt okay. Noch eine lustige Sache oder mehrere lustige Sachen, die man so am besten versteht. Okay. Ja, denn, jetzt darf ich hier wieder zusehen, wie du die Gegner tötest, bevor ich sie sehe. Ja. Das Schöne ist nämlich, dass wie soll ich sagen, die Geschichte wird so gewertet, als hätte man wirklich alle Planeten gespielt. Also alle. Alle. Also die wissen halt sozusagen, was damals passiert ist, als sie auf dem und dem Planeten waren, auch wenn man den eigentlich offiziell gar nicht geflogen ist. Das ist ja lustig. Kann man sich für später noch merken. Diese Wassereffekte. Ja, das ist noch gut am Spiel. Kann man eigentlich noch gar nicht so viel merken. Solange du nicht zur Seite fliegst. Und man sieht, dass es einfach nur 2D-Sprites sind. Andererseits habe ich letztens bei Battlefield 3 zugeguckt und da war ein Busch einfach ein 2D-Sprite. Wo ich mir ein bisschen verarscht vorkam, weil das sah schon extrem scheiße aus. Kann ich mir vorstellen. Soll ich mir so einen Run machen mit möglichst vielen Leben kassieren? Ich weiß es nicht. Ich mach jetzt einfach mal so aus Langeweile. Ah, nee, es war kein Goldener. Du bist gerade über die Minen geflogen. Nee, die habe ich gerade so abgeschossen. Achso. Und der Robo ist weg und Dösch ist weg. Jetzt habe ich meinen Hyperlaser. Sind da ja die Häuser gar nicht umgefallen? Ja, weil ich den Robo vorher ausgeschaltet habe. Ach so, deswegen fallen die um? Ja. Guck, da zum Beispiel, zack. Böser Robo. Penner. Bombe. Du bist einfach so gut. Du musst es ja echt ein bisschen vergasen gezockt haben. Na gut. Ach du meine Güte, ich bin so gut. Ja, das kann jedem mal passieren. Nein, es darf nicht. Immerhin bist du gestern nicht an einem Checkpoint vorbeigeflogen. Gerollt. Ich weiß ja, ich will Falco diesmal wieder auslassen. Also nicht auslassen, aber halt, ich brauche ihn nicht. Okay. Nein! Was war das jetzt? Das hat was anvisiert, was ich nicht wollte. Achso. Ach gut. Wobei ich nicht kapiere, warum der so schnell verreckt einfach an diesen Dingern. Ja, das ist langweilig sonst. Achso. So. Künstliche Spannung aufbauen. Boah, diese Hügel, die sehen so realistisch aus. Ja, ne? Du Barrel Roll. Hast du das jetzt eigentlich schon? Kennst du das eigentlich? Du Barrel Roll? Ja, ja. Gut. Hast du mich in irgendeinem Level schon. Ja, aber da habe ich die Antwort vergessen. Ja, du hast mir erklärt. Du darfst dann jetzt die Dinger fliegen. Nein, eigentlich ja nicht. Ach so. Also ich könnte machen, aber im Endeffekt bringt's nichts. Doch, ich mach's jetzt einfach. Du kriegst doch eh wieder nicht hin. Okay. Was schreit er da? Was fliegt hier oben eigentlich die ganze Zeit entlang? Fragst du dich auch jedes Mal? In jedem Durchgang? Nö. Sieht aus wie ein Riesenrobot. Sollst doch ihm folgen. Ja, das. Der hätte mir eh mitgezogen. So wie bei Kirby. Wobei. Wow, so cool. Krass, oder? Auf einmal ein ganz anderer Weg. Ja, Mann. Wer rechnet denn damit? Und das jetzt da, wo du eigentlich langfliegen wolltest, oder? Ja. Okay. Hier ist es auch viel einfacher, jetzt die Medaille zu kriegen, weil hier einfach noch mehr Gegner kommen als auf dem anderen Weg. Da habe ich einfach vorher viel zu wenig abgeschossen. Also ich glaube nicht, dass ich die jetzt noch kriegen könnte. Da bräuchte ich jetzt noch genau 100... Ich bräuchte jetzt noch 2 Abschüsse, um die Medaille zu kriegen. 139? Ja, nee, aber der Boss bringt ja eine 11. Achso. Also 150 braucht man hier. Ich glaube, beim nächsten Durchgang kann ich das machen. So, wie du siehst, irgendwie ist das nicht wirklich der Boss vom letzten Mal. Aha, ein neuer Boss? Ja. Das ist cool. Und diese wunderschönen 2D-Sprites. Hui. La 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 la. Doch, da ist er. Das ist übrigens das Ding, was da eben entlang geflogen ist, da oben. Ah, okay. Bis ich das mal gereiht habe, ich wusste das nie. Ja, mach hier auch. Jetzt darfst du einfach von hinten auf ihn drauf schießen. Jetzt schießt du einfach von hinten auf ihn drauf. Nee, das ist die Vorderseite. Echt? Sieht so anders aus.
und ich hau jetzt seinen Atem ab. Er hat immer noch volles Leben. Ja, aber nicht mehr lange. Ich will immer eigentlich, bevor er aus dem Bild geht, ihn abschießen. Aber ich schaff's nicht ganz. Weil ab jetzt wird's halt ein bisschen nerviger, weil das... Okay, also es wäre so ein Dauerfeuer gewesen von ihm. Okay. Wir sind Starfox, ich werde voll cool. Ja, ja. Andros haben wir schon oft genug besiegt, ne? Kannst gerade sagen. First Shooten Purser. First Shooter Purser. Was? Was hast du gesagt? First Shooten Purser, irgendwie so. Sowas. Sehr interessant. Er scheint gerade FSP. Ja, du musst voll besorgt sein, weil du so viel Energie verloren hast. Und du, oh mein Gott, ich bin irgendwie richtig gut geworden inzwischen von wegen Teamarbeit. Nein, ich habe 3 nervige Freunde. Die nicht fliegen können. Was ich halt lustig finde, ist, dass mehr kriegen die nicht aufgefüllt. Die kommen jetzt in ihr Raumschiff wieder, aber die werden dann einfach nicht repariert. Die behalten ihre Energie. Naja, besonders weil du ja eigentlich so jedes Level aufgefüllt wirst, oder? Mhm. So, man könnte jetzt theoretisch hier hin. Aber du willst ja auf den anderen Planeten, ne? Richtig. Weshalb? Oh Gott, muss ich jetzt Start drücken? Ja. Hier lang. Und ja, ihr werdet sehen. Es wird diesmal anders. Verdammt, das wird irgendwie sehr kompliziert. Ich muss es hinkriegen. Ja. Oder es ist ganz anders, als ich es in Erinnerung habe. Das kann auch sein. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Echt, denkst du? Ja, ich glaube da an dich. Dann machen wir einen Speedrun hier raus. Boom. Also hier habe ich ja die Medaille schon gezeigt, ne? Oh, ich weiß es nicht. Vielleicht schaffen wir Connell. Ja, das war hier der Trip. Okay. Weißt du noch, ne? Ja, der LSD-Trip. Genau, der. Ja, genau, ich erinnere mich. Da ist ein Ring. Hallo, Ring. Ja. Diese Leiste ist so toll. Superschön. Hm? Superschön, die Leiste. Ne? Das ist ein Traum. Da, 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 da. Du lebst. Und du? Setz die Bomben vernünftig ein, B-Knopf. Wenn du auch so einen B-Knopf in deinem Raumschiff hast. Ne? Stimmt, oder? Das stimmt, da steht eine Bombe drauf. Das ist irgendwie übelst eng gewesen, ich hab's geschafft. Was erwartet man noch sonst? Respekt. Findest du? Ich hab nicht mal einen Gegner gesehen, wirklich. Außer diese riesen Fangarme. Das waren 2. Das sind immer so hektisch, wenn er hier so sagt, oh, mach ein Looping. Weil da und da und da halt das ist. Was ich jetzt relativ gut eingesammelt hab. Ja. Und jetzt fliegt man hier durch, hat man ja schon mal gesehen bei mir, dass man dann hier noch einen Laser findet. Hier sind wieder die hohen Meteoriten. Blechern, blechern, blechern. Wieso sind die hohl? Hört man doch. So. Können ja auch immer ganz. Wie es vorgeschrieben ist, machen. Anstatt einfach oben drüber zu fliegen, wie jeder andere es machen würde, wenn so ein Riesending auf einen zustürmt. Oh Gott, schaffen wir das? Wow, ich bin so Gangster. Ja, Mann. Wieso lebst du? Aua! Manu! Ich will immer zu laufen, wenn ich Supplies? Hm? Wo sind jetzt deine Supplies? War das die. Ah, da. Ah, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Geht da weg. Der hat geht Watch weg, Out Fox gesagt, ich hab verstanden, what the fuck. What the fuck? Ja, what the fuck? What the fuck? So, was kommt denn jetzt? Kam jetzt Slippy? Kam jetzt Slippy an? Nee, jetzt kam Peppy an. Was irgendwie fast das gleiche ist, nur halt nicht in grün. Bloop. Hier schneller, 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 schneller. Hier auf den. Ach genau, wir sind ja beim letzten Mal nur den anderen Kurs genommen dann, oder? Irgendwo. Hä? Wenn du jetzt auf den Planeten willst, wie kommst du da hin? Auf welchen? Den in der Mitte. Welchen in der Mitte? Welchen meinst du genau? Den mit nächsten dem jetzt? Oder wie geht's hier jetzt weiter? Ne, den nächsten, den mache ich einfach so, wie es jetzt eigentlich vorgeschrieben ist. Ach so. Mit dem Star Wars Team und so. Die Basis. Ach so. Spart auch Zeit.
Die Nerven. Schön ist, wenn man so viele Bomben hat. Kann einfach sinnlos verballern. Ich weiß gar nicht, wo du die alle herkriegst. Die liegen halt so rum. Yeah, Double Roll. Kann uns auch hier mitnehmen. I guess it's your turn to be thankful. Vor allem, wie schlecht das übersetzt ist. Naja. Ja. It's your turn to be thankful. Mm. Damit sind die Schulden beglichen. Badam. Wenn man so Schmetterlinge extrem schnell abschießt, kommt einfach noch ein zweiter. Und wenn du ganz, ganz schnell bist, sogar noch ein dritter. Ja, ich bin froh, wenn ich einen davon töten kann. Ich nur du. Verstehe mir, you want a piece of me. Hm, hab ich auch verstanden. Aber da steht, ihr wollt mir entwischen. Auch wenn sie ihn verfolgen. War vielleicht wirklich nur schlecht, denn. Hm? Vielleicht sehr schlecht übersetzt. Mhm. Und leben. Ja, mach ich. Oh, ich bin so beruhigt irgendwie, dass ich, die Warp Zone diesmal auslassen ja. Mist, den wollte ich nicht anvisieren. Waren das 200 oder 250? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier, die Medaille? Ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Ja klar, und der Wurm ignoriert es einfach mal. Schieß drauf los. Genau so macht man das. Wenn sie halt nicht direkt vor mir rumfliegen würden, dann würden wir das auch viel leichter machen können. Also ich glaube theoretisch, wenn es 200 waren, ist es möglich, hier die Medaille zu kriegen. Sieht man ja, würden nur noch 10 fehlen. Ja, wenn du dich mehr anstrengen würdest. Obwohl der Endgegner gibt ja auch noch welche, ne? Stimmt. Hey, sind wir dann ja gleich. Ach, jetzt sehen wir auch mal hier was, oder? Ich weiß es nicht, was Falco sagt, wenn jemand dabei ist, wenn er im ersten Level stirbt. Ja stimmt, das hatten wir doch gar nicht. Aber das kommt noch viel, viel später erst, weil ich muss ja erstmal hier dingsen. Und wie du siehst, im Gegensatz zu dir stürme ich nicht so drauf los. Ja, sorry. Ich fand mich trotzdem ganz gut für meinen ersten Run. Jo, war auch so. Boah, ist das eine Rakete gewesen? Das ist also komisch, man selbst ist so mitten auf so einer Bahn und die drei da hinten fliegen so 3D-mäßig rum. Ja, das soll halt ein bisschen tiefer bringen. Ja, das ist komisch. Wie kaputt. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt, dass ich es nicht beim ersten Mal weg hatte. Reicht aber. Du bist so schlecht. I admit defeat. Das ist auch irgendwie... Man kann es besser übersetzen. Jetzt kommt Falco. Das ist halt jetzt anders als beim letzten Mal. Hat sich gehauen. Ich hau zurück, siehst du. Was ist das letzte Wort? Ich glaube, es war nicht Scum. Oder? Möglich. Abschauen. Ist irgendwie besser als Typ. Naja. Ja, ich kenne das aber. Manche Spiele sind echt extrem schlecht übersetzt. Das war doch komplett frei übersetzt, damit so halbwegs noch irgendwie die Kernaussage trifft, aber ansonsten relativ mau. Was ja nicht so schlimm wäre, wenn es halt auch eine deutsche Synchronisation wäre. Richtig. Aber wenn man halt direkt Englisch und Deutsch vergleicht, dann ist das halt... Wie gesagt, auf dem 3DS gibt es deutsche Synchronsprecher. Hey. 241. Ja. Was hatte ich da letztes Mal bei dem Zeitpunkt? Irgendwie ein bisschen mehr, ne? Ich glaube schon. War die Trip Zone, oder wie hieß die? Warp Zone? Ja, eher Trip Zone. Magen ist so laut. Boah. Ja, tatsächlich, 200 reichen. Aber sie die Medaille ohne die Warp Zone errungen. Seht euch das an. So toll. So, wie geht die Route jetzt von hier aus weiter?